Sagt es keinem, aber eigentlich war ich heimlich eifersüchtig auf Apollo. Er wurde nämlich gebürstet und ich wollte auch. Deshalb habe ich Mutter signalisiert, ich möchte jetzt auch gebürstet werden. Und zwar mit diesem Ding, womit sie sich selbst auch immer die Haare kämmt. Warum soll ich auch der Einzige sein, der in dieser Familie benachteiligt wird? Und dann habe ich Apollo geholt, damit er sieht, wie ich gebürstet werde. Damit er weiß, er ist nichts Besonderes. Daraufhin hat er versucht, sich selbst abzumurksen, indem er wieder ein Stück Plastik fressen wollte. Mutter hat ihn aber erwischt. Dann war mir so langweilig, dass ich wieder etwas Verbotenes anstellen wollte und habe versucht, diese Schublade zu öffnen, wo frische Bettwäsche und unbezogene Decken liegen. Mutter wird nämlich immer sauer, wenn ich versuche, die voll zu flauschen. Und genau das war das Ziel. Ich hatte nämlich das Gefühl, ich bekomme wieder zu wenig Aufmerksamkeit. Und bevor sie die Schublade wieder zumachen konnte, bin ich einfach reingeklettert. Und dann dachte sie, sie sperrt mich hier ein. Ich habe schnell Apollo gerufen, damit er mir helfen kann. Das Problem ist aber, dass mein Bruder wirklich nicht die hellste Leuchte an der Decke ist. Und immer, wenn er was für mich machen muss, juckt es ihn. Wie lange soll ich hier drin noch warten, bitte? Hab ihm gesagt, er soll sich mal beeilen. Er hat aber an der falschen Stelle versucht, das Ding zu öffnen. Als er dann endlich meinen Anweisungen gefolgt ist und die Schublade aufgemacht hat, war es leider schon zu spät, denn ich war nicht mehr drin, sondern direkt unterm Bett. Und dann haben die beiden mich eiskalt zurückgelassen und sind selbst nach unten gegangen. Was ist, wenn ich nicht von alleine rausgekommen wäre? Dann hätten sie den ganzen Spaß im Garten ohne mich gehabt, aber zum Glück konnte ich mich selbst befreien und habe dann genau gesehen, was die beiden getan haben. Dafür werde ich mich rächen.